Was denn? Entspann dich, entspann dich. Ach du Scheiße. Das ist Ihr Sohn? Ja, was los? Okay, dann muss ich mal kurz ein paar Fakte erzählen. Neuer Tag. Neues Glück. Mhm. Freust du dich auf Schule? Ich bin auf jeden Fall mal ein bisschen ausgeschlafener. Ey, gewöhn dich nicht dran, ne? Aber mach ich nicht. Naja, was sagt man so? Sehr fleißig, pass auf, widerspricht den Lehrer nicht und so Zeug halt. Mhm. Und was machst du jetzt? Ich mach mir einen wunderschönen Tag in dieser wunderschönen Gegend. Bis später. Bis später. Die von letztens. Pass auf. Der Superheld. Genau hier. Wir haben noch Hütchen zu rufen. Entspann dich. Das war die Sache mit dem Auto. Entspann dich. Bro, genau wohin? Der Bro, lässt du mich hängen? Wir beide erklären jetzt. Bro, du gehst zur Schule. Renn doch nicht weg. Hey. Was war das mit dem Auto, hä? Kann ich doch egal. Meine Sachen sind geklaut worden. Ich weiß doch nichts. Ach, du weißt doch nichts. Ich weiß doch nichts. Ah, hundertprozentig. Jetzt sind die auch weggerannt letztes Mal und hat so blöd geguckt. Keine Ahnung. Hundertprozentig weißt du was. Was willst du denn von mir? Ich weiß doch nichts. Wie alt bist du eigentlich? Sag ich nicht. Geh dich einen Scheiß an. Wie alt bist du? Geh dich einen Scheiß an. Wo wohnst du? Wohnst du alleine? Wohnst du bei deinen Eltern? Kann sein, dass ich hier wohne, kann sein, dass ich da wohne. Mhm. Geh dich aber einen Scheiß an. Nein. Du bleibst jetzt schön hier. Ey. Jetzt hast du ein Problem, das bin ich. Wo wohnst du? Wohnst du bei deinen Eltern? Wohnst du alleine? Ja. Kannst du meine Eltern? Geh dich einen Scheiß an. Warum? Bist du der Sheriff hier im Kiez? Ja. Für heute bin ich das. Wir gehen jetzt schön zu deinen Eltern und erklären mir, dass wir meine Sachen geblieben sind, okay? Haben wir uns verstanden? Ja. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Alles klar? So. Links, rechts? Ja, hier. Aha, diesmal rechts, ja? Jetzt komm mit, ich zeig dir wo. Entspann dich mal, kannst du jetzt nicht mit mir machen? Natürlich kann ich das machen. Ja, nee. So wie du deine große Fresse hast, kann ich hier, das mit dir machen? Hier kannst du klopfen. Der hier, ja? Ja. Hier kann ich klopfen? Ja. Sicher? Ja. Oder nicht vielleicht da? Oh, sorry. Oder da? Hey. Was denn? Entspann dich, entspann dich. Ach du Scheiße. Das ist Ihr Sohn? Ja, was los? Okay, dann muss ich mal kurz ein paar Fakten erzählen. Erzähl mal. Ihr Sohn verhält sich unglaublich respektlos. Okay. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch meiner Frau und meiner Stieftochter. Okay. Die ganze Zeit, wenn er mit seinen scheiß halbstarken Jungs unterwegs ist, nur große Fresse. Und das kotzt mich an. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte seine Eltern sprechen und die Sache klären. Ja, den brauchst du ja nicht anfassen. Ey, Dude, was machst du denn für Scheiße, sag mal? Redest du mit deiner Mutter auch, oder was? Sorry, Papa. Ey, Idiot, Alter, hier eine Wohnung. Wie heißt du? Mike. Tut mir leid, mein Herr. Dass ich die ganze Zeit so eine Scheiße gemacht habe. Okay, vielleicht zukünftig einfach mal. Stefan. Sorry. Entschuldigung, Mike. Ich bin Bodo. Ja, Mike, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange in der Gegend. Und als sie ihn zum ersten Mal gesehen haben, ging es halt sofort los. Gleich große Fresse und wie gesagt, wenn es nur gegen mich persönlich ging, hätte ich gesagt, ist überhaupt alles kein gut. Thema. Aber meine Frau, meine Stieftochter ist mir eigentlich, weißt du? Alles gut, alles richtig. Okay. Komm. Cool, dann. Danke für die Reaktion. Ja? Nee, alles gut. Selbstverständlich. Ich muss jetzt auch, und da wollen wir noch irgendwie spät die irgendwas trinken. Oder? Also auf den Schock lade ich dich ein. Das ist ja natürlich, dass mein People so durchdreht. Sorry. Ich weiß zu schätzen, ich muss jetzt erstmal einkaufen. Sammel dich und dann wirst du sehen. Ja, ich geh erst Aber mal wir müssen trotzdem runter. Ja. Es dauert halt ewig mit dem Fahrstuhl. Ne? Treppe gibt's hier nicht. Naja, draußen halt. Na sonst. Ich sehe dich. Bodo. Mensch. Alles klar? Ja, wie geht's dir? Ja, gut, so weit, gerade vom Einkaufen gekommen. Okay. Willst du mal ein paar Jungs kennenlernen, die hier noch im Block wohnen? Ja. Jungs kennenlernen, sag ich mir. Das ist der Ronny. Hi, Mike. Falk. Hi, Mike. Ich bin der Falk. Hi, Mike. Freut mich. Ihr macht hier eure Kaffeerunde? Willst du vielleicht auch einen Kaffee? Wir haben noch einen über. Ernsthaft? Ja. Ist er gut? Komm, trinken. Der ist schön stark. So wie du ihn brauchst. Du bist jetzt ja neu hier bei uns in der Siedlung, oder was? Ja, kann man so sagen, ja. Woher kommst du ursprünglich? Ja, wir haben jetzt zuletzt in Mitte gewohnt. Janowitzbrücke, ja, so die Ecke oder was? Nee. Ja, wir hatten so ein großes Loft.
Lange Geschichte. Meine Güte, denn der Absturz, ja, wie kommt's? Ich sag's mal so, falschen Leuten vertraut, okay. Aus Maul geflogen. Klassiker halt, ne? Ja, passiert, ne? Haben wir alle hier. Alle sie bei uns hier. Wir haben alle unser Pflaster hier zu tragen. Bei mir war halt Maler, Lackierer. Also ich habe jetzt nicht falsche Leute vertraut, aber mein Chef vielleicht. Der hatte keine Atemmaske. Seitdem ist die Lunge kaputt. Ja, ich habe mir als Lagerist 15 Jahre in der Firma umgetrieben und plötzlich pleite. Kein Job mehr, zu alt für einen neuen Job. Mhm. Und nun stehe ich halt morgens 2-3 Stunden früher auf und traue Prospekte aus, um meinen Lebensunterhalt aufzubessern, weil klarkommen ist ja der neue Luxus. Ja, ich habe auch ein Bromanding gemacht, ich habe eine eigene Firma gehabt. Mhm. Und Steuerhinterziehung gemacht, 6 Jahre im Knast, bin hier gerade raus. Und versuche jetzt gerade zu werden. Aber du hast hier auf jeden Fall gute Jungs, wir sind alle gerade. Es ist Familie. Alle zusammen. Alles Familie. Das ist nicht so wie bei den anderen Jungs, was du gerade erzählt hast. Was sagt uns das? Nie die Steuer bescheißen, ne? Der ist auch gut. Ja, Mensch. Pass auf, erstmal vielen lieben Dank für den Kaffee. Ja? Hat mich sehr gefreut, ihr beiden. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Denke schon. Ja. Vielleicht hast du ja Bock, mit uns ein bisschen Sport zu machen. Ein bisschen pumpen. Seid ihr in einem Gym angemeldet? Boah, die siehst du ja auch so ein bisschen, denke ich. Ja, nicht so wirklich. Wir haben unsere eigene Pumperbude. Ihr besitzt ein Gym oder was? Na, logisch. Ohne Quatsch, ihr habt ein Fitnessstudio. Yes. Ja. Lass dich überraschen. Kannst du nachher mitmachen. Wenn du Bock hast. Wo muss ich hinkommen? Wir treffen uns hier unten. Und dann gehen wir dorthin. Siehst du hier oben? Hingehen oder hinfahren? Ja, ist hier gleich um die Ecke. Okay, alles klar. Zieh da oben und dann kommst du runter. Ja. Alles klar. Ich bin dann gleich da. Super. Ja, bis später. Bis der Mike hier, das Problem. Ja. Wenn die Bilder kommen, ne? Jungs, hier. Grüße euch, guck mal, wer hier ist. Umgezogen. Und jetzt sieht's los. Das ist quasi euer improvisiertes Gym. Genau. Ja, Mann. Das ist unsere Pumperhütte. Ja. Geil. Ich bin schon ein paar Mal vorbeigelaufen, ne? Aber stecken, oder? Guck mal, alle da, Gewichte. Das sind die Gewichte? Ja, das sind die Gewichte. Kannst hier. Und hier steht mein Name drauf, fast. Im Sinnlichen. Wieso? Den habe ich hochgerissen, einarmig, gestemmt. Ja. Ist aber lange her, oder? Naja, wo die Lunge noch in Ordnung war. Ein Arm, ey. Kriegst du auch hin, oder? Ja. Kriegst du hin, oder? Grüß. Komm, puck mal. Komm, stell mal ab. Zieh mal durch. Ja, das ist ja hier easy, ne? Da brauche ich nicht mehr Schwung holen. Den hast du einarmig über Kopf gerissen. Hoch, reißen so. Zack, und dann hoch. Wir sind Zeugen. Also, du kannst uns vertrauen. Jetzt bricht er meinen Rekord. Pass auf, Jungs. Jetzt. Alter, nee. Nee. Ich versuch das jetzt gar nicht. Ach komm, schau. Zieh durch. Nee, never. Bodo, Bodo, ich hab was für euch. Hey, na? Grüße dich. Ja, ich hab aussortiert und ich hab hier, guck mal, könnt ihr für eure sportliche Aktivität nutzen. Immer wieder für eine Überraschung. Hi, Mike. Sonst alles klar bei euch? Alles gut. Alles gut. Und bei dir läuft auch? Ach, immer, weißt du doch. Joy hat viel zu tun, hä? Was macht die Lütte? Ja, hat viel zu tun, Schule, Hausaufgaben, aber es ist halt alles so. Ihr wisst doch alles, ja? Ciao, ciao. Wir sehen uns. Danke, tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend, Jungs. Auch hier Mitbewohnerin, oder? Ja, Mitbewohnerin. Es wohnt hier auch in der Platte. Ja. Alles super. Okay. Hat Kind und versucht sich über Wasser zu halten. 2 Jobs. Cool. Aber alles easy. Schön. So, Jungs. Wollen wir anfangen? Dann mal ein bisschen. Cool. Meine Frau kommt nach Hause und dann, dann will ich auch da sein. Na, dann lass uns mal ranhalten hier. Lass uns mal ranhalten. Ein bisschen warm machen. Ja, pass mal auf. Pass mal auf. Du musst erst mal langsam hochfahren, ja? Sehr gut. Können hier nicht gleich sprinten. Herr Riedel, ich dachte, Sie kommen heute gar nicht mehr. Ja, hätte durchaus sein können. Ich hatte zu tun. Ah ja? Soll ich dir erzählen, wieso? Bin ganz ohr. Marcel, der kleine Teenager, der Stresser. Immer was leiser. Ich habe seinen Vater kennengelernt, Bodo. Oh, Schatz, Alter, wir müssen schon das Gleiche jetzt erzählen. Ne? Brauchen wir ein Alibi oder was ist Baby? Richtig cooler Typ. Verarsch mich nicht. Ich habe selber nicht geglaubt, dass dieser kleine Wicht so einen coolen Papa hat. Bodo ist so cool. Aber was quietscht diese scheiß Couch? Der hat mich gleich seinen Kumpel vorgestellt, Ronny und Falk. Wir wollen trainieren. Kannst du dir das vorstellen? Nee, gerade. Ohne Quatsch. Die Jungs haben hier so Alternative gefunden, wo die nicht ins Gym gehen müssen. Haben ein bisschen Sport geballert, haben gezeigt, wo es hier was gibt, welche Ecken hier cool sind. Baby, alles gut bei dir? Also ich bin super stolz auf dich. Was? Du bist daran schuld. Tut mir leid.
Ohne dich würde ich immer noch hier hocken und ein schlechtes Gewissen haben und gegen die Wand gucken. Baby! Weißt du, was auch cool ist? Die kommen am Donnerstag her. Haha! Nee, nee. Ist nicht da. Nee. Alles klar. Stopp! Aber. Okay, die kommen jetzt also am Donnerstag her. Ja. Wie hast du dir das vorgestellt? Wie wollen wir das machen? Also, Pass auf, ich weiß, wir können jetzt hier keine großen Sprünge machen oder irgendeine große Party oder so. Mhm. Aber ich habe gedacht, vielleicht ein paar Snacks? Irgendwie Limo, Bier, whatever. Ja, ich finde die Idee super. Ja? Ja. Cool. Ja. Stark. Und wenn du mich jetzt entschuldigst, ich gehe duschen. Ich stecke. Okay. Ja. Du willst jetzt nicht ernsthaft alleine duschen gehen? War der Plan? Nein. Wir könnten auch zu zweit duschen gehen, was hältst du davon? Ja, wir haben Strom frei, also machen wir das jetzt schon. Und ich komme so super schlecht an meinen Rücken ran, neuerdings. Das ist ja super kacke, da muss ich dir ja wohl helfen. Da gibt es noch ein paar andere Stellen, wo ich schlecht rankomme. Oh nein. Wirklich? Ich habe da echt Probleme mit meinen Händen. Oh nein, das ist ja das ist Probleme mit deinen Händen solltest du vielleicht nicht mehr haben. Alter, halt die Schnauze! Er versucht halt, alles zu vergessen, was dich betrifft. Ich kann mir echt nicht weiter mit ansehen, wie Jonas sich kaputt macht. Ich muss irgendwas tun. Mir bricht es einfach das Herz zu sehen, dass Nuri seinen Sohn so unter der Fuchtel hat. Hey! Auch wenn Karim von Nuri in die Tuning-Werkstatt gezwungen wurde, werde ich nicht damit aufhören, ihn immer und immer wieder willkommen zu heißen. Also interessierst du dich heute mal fürs Nagel? Ja, wieso nicht? Gut. Was haben die alle gemacht? Wir haben die Schnauze voll. Wir wollen hier beide weg, okay? Das ist einfach kein Zustand. Wir machen jetzt dieses Spielchen nicht mehr mit, okay? Wir sagen, wir bleiben auf dem Campingplatz. Schluss aus, basta. Franzi hat heute eine Wohnungsbesichtigung klargemacht, die wir jetzt spontan noch mal uns angucken sollen. Ich sage nein.